Ich bin Roger Felder, komme vom Flüeli im schönen Entlebuch, das ist hinterst hinten. Ich habe Bauer gelernt, habe auf den 1. Januar dieses Jahr den Betrieb übernommen. Jetzt da sind wir im Estrich oben bei uns. Seitdem, als ich ein kleiner Bub bin, sind oben immer Treichle gehangen, vom Vater an schon. Und da, wo die Brüder und ich auch ein bisschen das Alter gekommen sind, haben wir auch immer das Hobby weiter gepflegt und die Leidenschaft. Und jetzt inzwischen sind da schon 380 Stück oben. Also das ist sicher ein spezielles Schäueli, das ich im ersten Lehrjahr von meinem Lehrmeister bekommen habe, der mich daran erinnert, immer an die schöne Zeit dort. Nachher ist das auch eine, die erste grosse Fahrtüche, die ich selber gekauft habe, die ich anfänglich immer dabei hatte zum Treicheln. Und so gibt es eigentlich über jede Wald von diesen Treicheln eine Geschichte hinterher, zum Teil noch von meinem Grossvater nach oder nachher von meinem Vater nach, wie sie es nicht gebraucht haben und so. Das Treicheln ist für uns, wo wir wo da jetzt heute zusammengekommen sind, für alle wichtig und ein grosses Hobby, das ziemlich Zeit einnimmt. Und es ist auch wichtig, dass man das weiterführt und so ein Brauchtum erhalten kann. Der Brauch kommt eben von früher, als sie probieren, eigentlich eben die bösen Geister zu vertreiben. Wir haben verschiedene Tags, die wir machen. Wir haben auch zum Teil so Stücke, die wir eigentlich nehmen haben. Zum Beispiel das Dedem oder den Küngelbock. Im Verein organisieren wir alle Jahre im Herbst ein Fest organisieren, im kleineren Rahmen. Und jetzt haben wir im 2015 feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum. Und dann hatten wir vor, oder es ist in Planung, ein grösseres Fest zu organisieren, wo wir auch viele von unseren Treichler-Kameraden von der Region einladen und mit ihnen so einen gemütlichen Abend verbringen. Oder es wäre so ein gestickter Riemen mit irgendeinem Bild drauf gemalt oder einfach nur gestickt oder so eingeschnitzt wie so. Das wäre vielleicht eine Anschaffung, die wir uns noch leisten möchten im Verein. Weil es würde sofort ein anderes Bild machen, wenn alle so einheitlich daherkommen könnten. Wenn irgendwie an einem Ort eine Santa Fe an ihm vorbeiläuft oder man Ort hört, dann wird es ihm richtig warm ums Herz. In diesem Moment ist es richtig schön. Das ist eben Heimat und Brauchtum.